Okay. Gut, hätten wir das auch mal erledigt, nachdem wir episch versagt haben. Den Nade Launcher haben wir viel zu wenig benutzt, deswegen tun wir das jetzt mal, weil die Rocket uns, glaube ich, eh nicht mehr. Ich weiß es nicht, egal. Oh. This is Captain Keyes of the Pillar of Autumn. We are tracking you, Noble, and we've begun our launch sequence. Proceed to dry dock, platform D. I'll be on it myself to receive the package. Keyes! Please. Better be, soldier, because my countdown is no abort. Spartans, over here! Wird noch wichtig. Marines! Marines! Okay, das hier ist die die Invasion Map Boneyard im Übrigen, die auch an BTB gespielt wurde, wo sie übrigens nicht funktioniert und ziemlich scheiße ist. Aber ganz davon abgesehen, wird das jetzt hier ziemlich tough. Nochmal. Dieser Kampf hier, weil die verdammt viele Eliten sind. Und dann noch nerviges Kleinvieh, wie er hier zum Beispiel. Und er hat ein Flakgeschütz. Bitte benutze es nicht. Tu es nicht. Die Musik ist verdammt gut. The question is... Warum? Was zur Hölle? It's one shot. Ja. Nice. Gott, da sind noch zwei Eliten und dann war hier noch irgendwo der General. Ist jetzt nicht ganz so schön. So, friss das. Ja genau, der Nade Launcher ist übrigens nice, um Schilde wegzunehmen, wer es nicht wusste. Eine der wenigen Menschenwaffen, die dafür sehr gut geeignet ist. Da hinten ist der General. Komm, komm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er fängt an, mit seinem Flankgeschütz rumzuballern. A lot of times that's the end of the story. Hold. Knife! Boah, das hat noch halbwegs geklappt. Oh fuck, das ist noch ein Ranger. Na gut, ein Ranger ist halt nur ein Ranger, aber gut. Kann auch nervig sein. Fuck, ich kann den Nade Launcher nicht mehr benutzen. Ist übrigens, habe ich aber glaube ich auch schon mal erzählt, das einzige Spiel, wo der Nade Launcher wirklich, oder eins der wenigen Spiele, der Nade Launcher wirklich schwer zu nutzen ist. So. Okay, wir haben nicht mehr so viel Muni. Deswegen nehmen wir jetzt die Shotgun mit. Jetzt töte ihn doch auch, komm. So. Nice! Wir sind keinmal gestorben hier. Aber dafür gehen die scheiß Drohnen. Du hast unnecessary. Nehmen wir das Flakgeschütz mit. Das ist die Frage. Was kommt denn jetzt so alles? Okay. Ach komm, wir machen es einfach mal. Die Shotgun haben wir auch sehr oft gesehen und die kommt bestimmt auch sonst nochmal vor. Und ja. Genau, Invasion, diese Map, ziemlich, ziemlich cool. Invasion generell ein sehr cooler Spielmodus. Auf jeden Fall ein Reach gewesen. Bin mal gespannt, wie Warzone jetzt wird in Halo 5. Ja, genau, da ist nochmal ein Spartan-Laser und ein Sniper. Hallo? Let's... Oh, fuck. Warum habt ihr mich direkt gesehen? Sind noch irgendwelche? Ja, da. I don't like you. Oh Gott, da ist ja noch mal eins. So, jetzt warte ich, möchte ich eigentlich mal Eliten haben, weil... Oh. Oh nein. Weil ich ehrlich gesagt finde, dass das Sniper für Franz dann doch ein bisschen verschwendet ist. Weil wir ja die DMA auch haben. Die jetzt erstmal alle... hat er gerade seinen eigenen Grunt überfahren? Du bist ja fast so schlau wie die OSTs, die einfach mal in den Abgrund springen, Kollege. Oh, da ist eine Elite, in der man mal snipen könnte. Die jetzt auch wieder verschwunden ist. Ach, ich dachte schon, der Ghost... Er hätte es aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geschafft, hier hochzukommen. Ist einfach so komplett... Geh mir nicht auf den Keks! Okay, der letzte Schuss wird jetzt hier für... Oh lol. Missbraucht, so. Dings, Emil scheint schon gegen den Ghost zu kämpfen, ganz aktiv.
Nein! Okay, wir haben einen Checkpoint, was gut ist. Oh Gott, das Mikrofon, ich muss mal eben hier. So. Okay. Cool. Oh nein, da hat sich wieder ein Grunt Instincts gesetzt. Reicht das schon? Gut, dann immerhin, damit er aussteigt. Du setz dich nicht wieder da rein. Oh fuck, ist das eine Elite oder ein Grunt? Okay, ein Grunt. Gut. Das bedeutet eigentlich nur eins, Munition für uns. Okay. Goddammit. So, ich habe hier noch irgendwo eine Elite gehört. Oh, hallo, Freund. So. Wo war der Grunt? Hier mit dem Flak. Okay, we got a little bit of ammunition. And we take down you. So. Seems alright then. Okay, nice. Wo ist Emil? Emil! Emilarico. Funny Story übrigens. Ich war letztens in Italien. Mal wieder, wie fast jeden Sommer. Im Urlaub. Und dann war ich da am Strand und dachte mir so, ja, chillen am Strand. Und dann war da tatsächlich eine Frau mit Kind und das Kind hieß Frederico. Und dann hat sie fast original wie in der Werbung gerufen, Frederico. Und in meinem Kopf so natürlich nur so... das war irgendwie... Du Spast! Ich habe ihn gerade durch die Beine geschossen. Was passiert denn hier? Was geht hier vor sich? So. Ja, da ist noch eine Elite, I see. Okay, das hätten wir. Wo bist du? Da bist du ja. Shut up. So, nehmen wir das Plasmagewehr mit, einfach weil ich jetzt nochmal ein bisschen Waffenvielfalt hier auch zeigen möchte. No. Oh. Hier ist schon wieder mal alles tot. Immer ist alles. Wo kommst du? Warst du nicht gerade noch da? Welcher von deinen funktioniert denn? Gib mir den mal bitte. Der funktioniert? Emil, der Teleportierer. Wieder ein bisschen Sachen, die irgendjemand mal diese Einheit angucken. Ja, doof. Gut, machen wir es mal so. Ganz gewagte Kombination. Gab es hier nicht irgendwo auch... Moment mal eben. I must look up something. Geht's hier weiter? Roger. Naja, egal. Ich glaube, hier gab es auch irgendwo so Logs von Halsey. Die gibt es, glaube ich, sowieso in ganz Reach. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, genau. Trouble, du bist in Trubel. Gut. Hallo, Freunde. So. Okay, da war irgendwie wieder eine Ultra. Yes. Oh, was haben wir hier? Ist das hier noch Stahlproduktion oder was ist denn das hier? Reach. Fuck, R2. Nein. Oh Gott, da sind die Schilde weg wie nichts. Muss ich mir überlegen, wie ich das anstelle. Ach ja, man kann ja auch hier unten lang gehen. Das war immer ganz fesch eigentlich. Weil dann kann man jetzt hier so... Warum sind es zwei? Fuck, da ist auch noch eine. Ja, boah, das war verdammt cool. So richtig den Dingern ausgewichen und so langsam an die rangearbeitet und dann... Warum weichst du aus? Nein, hör auf damit! Geh verdammt nochmal drauf! Und Emil steht da oben und macht quasi nichts, weil er eine Shotgun hat und croucht da rum und... Ah, hier war ja doch irgendwie noch die zweite. Yep.
Anders. Oh, die jumpen so viel umher. Oh Gott, that was close. Das war echt verdammt knapp. Oh, es regnet. Cool. Oder, naja, mehr oder weniger. Cool. Any weapons hier irgendwo? Nein, ich bräuchte mal irgendwie so ein Precision Rifle. A.k.a. DMA oder Needle Rifle oder so. Oh, nicht immer nur Shotgun. Guys, come on. Oh ja, ein Waffenschrank. Mit... naja, Assault Rifle gefällt mir doch dann noch besser als der Plasma, weil der... Kann ich hier mal bitte hoch? Hm. Oh, fuck. Ja, das wird jetzt nochmal eine Challenge. Diese zwei Jäger. Allerdings, I got a plan. So. Nee. Okay. Wir sind der krasse Kletter... Fuck. Ah ja, hier geht's lang, oder nicht? Kommen wir nochmal hier hoch? Hä? Ich bin gerade zu... Oh. That's nice. So geht's. Oh, fuck, wären jetzt diese scheiß Dings nicht, ne? Die scheiß... ja, ne? Return to Battlefield. So... Okay, ich habe beschlossen, es hat doch keinen Sinn da oben, weil mit einer Shotgun und einem Assault Rifle, das ist einfach sehr, sehr sinnlos. Deswegen will ich jetzt halt doch mal näher rangehen. Wo bist du hin? Boah, ihr seid so verdammt nervig, wisst ihr das eigentlich? Ah! Oh mein Gott. Okay, immerhin haben wir einen Checkpoint. Die Sache schon mal. Ich will diese Dings erst ausschalten, bevor ich mich an die Jäger reinmache, weil sonst gehen die mir die ganze Zeit auf den Keks. Okay, der eine hat schon mal keine Rückenpanzer mehr. Emil. Emil. Emil! Fuck. Warum habe ich jetzt... Fuck! Ausgerechnet jetzt. Tu doch was, lenk sie ab. Mach irgendwas. Oh fuck. Emil, ich rette dich. Jetzt würde ich... Boah, das war knapp, glaube ich. Der hätte mich gekillt. Shit! Weg. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich muss ihn wieder zu Emil locken, weil Emil doch schon verdammt... Au! Hilfreich bei sowas ist. Na? Er hat mich durch Emil hindurch ge... Gott. Naja. So, danke. Das war doch Teamwork. Okay. Anstrengend. Und dann regnet das auch noch. Was ein Mistwetter. Und du... Hallo, ihr sitzt hier drin und helft uns nicht. Danke. Nice. Good job.